Sie ist Samsungs neuestes Schmuckstück, die Smartwatch Galaxy Gear. Eine schicke Uhr, die drahtlos mit dem Handy verbunden ist. Doch was taugt die Uhr im Alltag? Mit knapp 74 Gramm ist die Uhr nicht zu schwer am Handgelenk. 6 bunte Armbänder gibt es zur Auswahl. Der Bildschirm ist angenehm hell, die Displayfarben sind Galaxy-typisch ziemlich kräftig gehalten. Was auffällt, die Zeit lässt sich nur ablesen, nachdem man eine Taste gedrückt hat. Das soll den Akku schonen. Wie lange die Batterie letztendlich durchhält, ist nicht bekannt. Die Anzeige des Ziffernblattes lässt sich natürlich ändern. Wem der 1,63 Zoll große Touchscreen für die Einrichtung zu fummelig ist, der kann die Uhr über sein Smartphone einstellen. Apropos Smartphone, das ist zwingend notwendig, um mit der Galaxy Gear überhaupt etwas anfangen zu können. Ausdrücklich präsentierte das Unternehmen die Computeruhr als Kompagnon des neuen Smartphones Galaxy Note 3. Auch einige ältere Samsung-Telefone wie das S4 sollen nach einem Software-Update mit der Gear kommunizieren können. Ansonsten verfügt das Gerät über eine dürftige Kamera, Lautsprecher im Verschluss und Bewegungssensoren für beispielsweise Sport-Apps. Eine Handvoll Apps sind schon vorinstalliert. Beim Preis schweigt sich Samsung aus. Bloomberg will allerdings erfahren haben, dass die Computeruhr möglicherweise $299 kosten könnte.